Ja, so länger jetzt gemacht. Falsch. Natürlich habe ich was gemacht, aber kein Video gemacht. Und ich will jetzt die ganzen French Gliedhalter hier mal weitermachen, damit die Wand voll wird. Ich schaue mal, wie ich das mache. Gut. Brille. Ehrlicherweise, heute ist Autofreitag, also Karfreitag. Darf ich gar nicht so viel laut sehen. Okay, 38 breit, 15 für die Winkel, also 17 lang, dass ich hinten ein bisschen Abstand halten kann, wenn ich die einhänge. So habe ich es mir gedacht. Schlitze rein. So, jetzt wechsle ich das erstmal hier und mache da einen kleinen Probelauf. Fangen wir an der Unterseite an.
So, dann nehme ich jetzt diesen Fräser hier und mit dem Fräser will ich jetzt hier eine Ablage reinfräsen. Mal schauen, ob es gelingt. Noch nie gemacht. Okay, ich kann gleich so viel vorab verraten, es klappt nicht. Da muss man Schaftfräser dafür nehmen, habe ich dann auch gemacht, weil so kriegt man ja dauernd Rillen rein. Und tatsächlich habe ich dann das Brett am Ende versaut und habe es nochmal gemacht. Ja, man muss auch die Sachen zeigen, die nicht funktionieren. So, jetzt habe ich dann einen anderen Fräser reingemacht und habe mir hier als Endstücke oder als Rahmen hier im Prinzip eine Klemme was hingemacht, damit ich hier einen Anschlag habe. Und jetzt fräse ich das einfach außenrum weg. Okay, nochmal. So, jetzt habe ich mir das schon mal hinarrangiert, wie ich das gerne hätte später. Also jetzt dreht es mal rum. Jetzt muss ich mir da Löcher reinbohren, weil ich das dann von hinten festschraube. Mache da noch einen Kleber mit drauf und von unten ein paar Holzwinkel hin, damit es auch ein bisschen Halt kriegt. Das ist der nächste Schritt. Also nehme ich jetzt mal meinen neuen Winkel. Ach, ist ja schmarrig. Das kann ich ausmessen. Damit müsste das einigermaßen gerade sein. Und ich will es nicht einigermaßen gerade, aber ich will es eigentlich gerade haben. Einigermaßen gerade. Wie blöd ist denn das? Das ist wie ungefähr blau oder rot. Okay. So. Ich meine, da ist nicht viel Gewicht drauf. Und dann nehme ich 4x40 und mache aber
irgendwo immer möglichst in den Hohlraum die rein, also wo hier im Prinzip dann mehr Fleisch ist, wenn man so möchte. Und mache ja unten drunter Holzwinkel, also das hält bestimmt. Aber klapprig soll es halt auch nicht sein. Oder ich lege Platte drunter, wenn noch klappt. Ne? Dumm muss man sein. Ne? Das ist Skala. Schaut, das ist, wenn man die Anleitung mitliest. Hier ist eine Skala, wie die versenkt. Hier 3, 3,5, 4, 5, das sind Körnerpunkte. Nun kann man entsprechend den hier auf den Körnerpunkt setzen. Also ich werde jetzt 4. Probieren wir den mal, 4. Und dann sind die immer alle gleich tief gesenkt. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht zu tief reinkomme. Oder eben an der Unterkante. Und noch da drauf. So. So war das. Jetzt will ich ja die Lineale hier hin. Nur wenn die, wenn ich so eine Schraube oder irgendwas drauf mache, also Schraube gefällt mir einfach nicht. Schraube würden sie natürlich halten. Ich möchte einfach was anderes haben. Nur werden die dann wahrscheinlich immer runterfallen. Jetzt überlege ich, ob ich von hinten einen Magneten einlasse oder nicht. Oder ein Nägele. Nägele, ja. Okay.
Okay, Kaffeepause. So, jetzt kommt das letzte. Hier ist wieder Dr. Latex. Aua! So. Die letzte Ölung. Tja, witzigerweise kein Samstag. Na klar. Das soll kein Blasphemie sein hier. Also. So, das war's mit Ölen. Und wie immer, ich weiß neulich, hat irgendeiner darauf geantwortet, weil ich das immer so mache, man kann es in ein Glas tun. Ja, tatsächlich, es gibt einen Kanal, Ulis Blickwinkelleister, und der hat kürzlich berichtet über einen YouTube-bekannten Kollegen, ich habe allerdings das Video nicht gesehen, dem ist tatsächlich die Werkstatt ausgebrannt hier mit diesem Leinfirnisöl. Ich glaube, das hat ja nichts speziell mit der Ölsorte zu tun, aber also man muss wirklich aufpassen mit dem Ölzeug. Ja. Und darum, ich mache es immer so, aber es geht eigentlich echt tatsächlich auch in ein Glas rein, also hauptsächlich luftdicht. Ne. Gut, soweit. Das war's erstmal und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, das Ganze. Oh Gott. Okay. Sieht schon mal gut aus. Fangen wir doch mal an. Das habe ich, glaube ich, hier hingedacht. Ich weiß, das ist ein alter Winkel, aber ich liebe den. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und tatsächlich zum Schluss, also ich werde da noch so eine, weiß noch nicht, Schaumstoffauflage oder irgendwas hier reinmachen und dann. Na, wie ist das? Okay. Boah, bin wieder mächtig stolz, dabei ist eigentlich gar nichts dabei. Gut, das war's erstmal und mal schauen, irgendeine Halter werde ich hier noch irgendwo, irgendwelches Werkzeug finden, wo ich noch aufhängen kann und weitere Halter folgen. Ja, ich glaube, das kann sich so sehen lassen. Also alles in allem wirklich keine so ganz schlechte Lösung. Na gut. Schöne Ostern.